So, liebe Leute, Tarkov geht weiter und zwar diesmal in, wieso bin ich so langsam, in ganz normaler Folgen-Videoform, nicht live. Und ich dachte mir, ich springe nochmal rein. Ich habe vorhin schon mal eine Aufnahme angefangen, heute Morgen, um genau zu sein. Dann kam zum allerersten Mal für mich die Meldung, Server startet in 10 Minuten neu. Und dann gab es tatsächlich ein Update und ein Patch und dann war es das mit der Aufnahme. Das hätte nichts gebracht zum Zuschauen. Ey, aufstehen. Aber gut. Jetzt bin ich da. Jetzt läuft es hoffentlich halbwegs. 123er Pin. Das liegt aber daran, dass im Hintergrund ein Update, ein Upload läuft. Das ist also völlig okay. Das passt. Warte mal. So, wir schauen mal eben. Ah, da höre ich einen. Okay, ich wollte schon sagen, was ist hier los? Zeig mal her. So, dann schauen wir mal. Wir befinden uns natürlich in der Scav-Runde. Wir sind auf Reserve, aber das wusstet ihr bereits. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier entweder ein paar Leichen oder ein paar gute Loot-Spots finden, die noch nicht völlig abgegrast sind. Hier liegt schon mal einer, aber da ist jemand dran gewesen. Weshalb ich das mal ignoriere. Was haben wir? Wie spielt ihr Tarkov? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne mal schreiben. Ihr könnt das auch im Discord schreiben, wenn ihr wollt. Spielt ihr das sehr laut auf Kopfhörern? Oder lieber ein bisschen leiser? Ist das keine Lampe, was ich da gerade angebracht habe? Ach so, das ist wieder irgend so ein... Ach so, zweiter... Ja, okay, ich weiß schon. Ich weiß schon. Weil Tarkov ist so ein Spiel, das muss ich immer so ein bisschen aufdrehen, weil hier so viel passiert. Das ist dann umso schlimmer, wenn auf mich geschossen wird. Und das dann so richtig reinhaut. So, grundsätzlich spiele ich Spiele eher so auf niedrigem Soundniveau, je nachdem, was es ist. Wenn es ein neueres Spiel ist, wo ich den Sound noch gar nicht kenne, ist es meist ein bisschen lauter, um das Ganze so ein bisschen einfangen zu können. Aber Spiele, bei denen ich weiß, ja okay, darauf muss ich achten, das ist wichtig. Die sind meistens eher niedrig. Wo ist denn die Grafikkarte, die ich haben wollte? Da ist sie jetzt. Dann nehmen wir den Quatsch hier mal mit. Ich schätze, der Kollege ist hier auch gut dabei. Hallo. Jetzt habe ich mal lieber in eins der anderen Gebäude gehe. Auch schon einen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 19 Minuten, gar nicht schlecht. Ich denke, da sollte ein bisschen was zusammenkommen. Ein größerer Rucksack wäre natürlich schön. So ein Pilgrim oder so. Muss jetzt nicht übertrieben groß sein.
Nichts ist hier. War das der Server-Neustart? Chef, wie wär's, wenn wir alles leer machen? Gute Idee, Juri. Kommt ein Abwurf. Das heißt, gleich wird geschossen. Sehr schön. Schade. Ich hätte gedacht, das ist eine ganze Waffe. Oder wenigstens eine ganze Waffel. Aber nichts von beidem. Nehmen wir die mal mit. Sagen wir, gehen einmal ganz nach oben. Schauen mal hier rein. Hier werde ich zwar keinen Rucksack finden, aber ich habe noch ein paar Slots offen. Vielleicht sind ja ein paar gute Sachen dabei, die ich auch direkt irgendwie gebrauchen kann. Schalldämpfer, den ich anbringen kann oder irgendwie sowas. Nichts ist es. Nein, geh weg. Wir gehen runter. Zigaretten. Oh. Das nehmen wir mal mit. So, was sagt die Zeit? 14 Minuten. Wieso sagt man eigentlich nicht 14, sondern 14? Ist das nicht... Nee? Yeah.
Machen, obwohl, nee, warte mal, das ist Quatsch. Machen wir das so, so und so. Bank Robber. Bank Robber. Oh. Oh. So. Hier ist noch eine Kiste. Ich werde auch nicht beide Waffen brauchen. Ja, Mist. Warte mal, wie viel haben wir hier drin? Wie viel Platz? Nee, das ist Quatsch. Das hauen wir raus. Das kann ebenfalls raus. Das nehmen wir mit. Den Rechner oder sowas? Hm, aber eine Kiste. So, was machen wir? Was kann hier raus tatsächlich? Was ist nicht so viel wert? Wir essen Schokolade. Das ist schon mal ein Anfang. Dann machen wir das Ganze so. Salz kommt raus. Bandage nutze ich tatsächlich. Schalldämpfer ebenfalls. Jetzt noch ein Bitcoin oder eine Grafikkarte und ich wäre zu 30% zufrieden. Das nehme ich auch. Ist doch ganz okay, oder? Nichts passiert. Bisher kein durchgedrehter Scav-Spieler. Aber es kann ja noch kommen. Wer weiß. Ja, ist das das bessere Dings hier? Kann ich leider nicht beurteilen. Ja, wo geht's hier raus? So, wir hauen ab. Eine ganz gute Weste haben wir, glaube ich. Eine Waffe, die man modifizieren kann. Ein Motor, Kondensmilch, ein Phone.
kann ich mich gar nicht beschweren. Sehr schön. Leute, wir sehen uns gleich im Raid. Customs, wir müssen immer noch den Schlafplatz von diesem komischen Typen finden. Wir haben ein Gewehr, das ich gefunden habe, mit dem ich vielleicht nicht umgehen kann. Aber, Leute, das hält mich doch nicht auf. Ich versuche mal hier ein bisschen auf die Schnellere durchzukommen. Denn da oben wird jemand spawnen, hinten. Dings. Da ist der Waggon. Okay, Schüsse rechts auf jeden Fall. Der hier gerade schießt, könnte durchaus der Sniper sein. Der müsste hier oben drauf sein. Warte mal, also gefunden habe ich das schon. Ich bin dann allerdings nicht rausgekommen. Könnte das der
das Ding sein. Muss ich das einfach nur überleben? Ich war jetzt nicht sicher. Denn die Häkchen sind alle da. Da steht nichts von Überleben. Da steht einfach nur von Finde dies und das. Ich kann ja nochmal schauen, nicht, dass das hier irgendwo rumliegt. Lass mich jetzt einfach mal drauf und gehe davon aus, dass ich halt Customs jetzt nochmal überleben muss, um das abzuschließen. Ich weiß es halt leider nicht besser. Ja, da läuft einer. Der ist jetzt in der Halle.
Okay. So, wir haben es gleich geschafft. Wir wissen alle, dass man sowas nicht sagen sollte.
Den Kollegen habe ich bekommen. Ach, schade. Ich hätte rausrennen können, aber rechts war auch irgendwas, bin ich der Meinung. Ach, schade, Banane. Aber hat Spaß gemacht. Machen wir noch eine Runde? Bis gleich. So, Freunde, so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Immerhin ist es nur Überleben auf Customs. Ja, ich habe mich da jetzt ein bisschen hinreißen lassen und so, aber das macht ja auch ein bisschen Spaß, oder? Deshalb würde ich sagen, gleicher Exit. Und wir schauen mal, was uns auf dem Weg begegnet. Na, das ist natürlich eine fiese Ecke hier. Aber so lange möchte ich nicht warten. Hm.
Na, wo ist das passiert? Was? Прямо берцы! Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo ein Spieler ist. Ich glaube auch, dass hier noch einer ist. Nee. Ich kann nicht sagen, ob das weit weg war oder direkt hier vorne. Soundmäßig habe ich immer noch so Schwierigkeiten, das festzustellen. Ich will noch ein bisschen was abgreifen. Scheint noch niemand gewesen zu sein. Sehr gut. Na.
Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Nicht sicher, ob ich nicht vielleicht was gehört habe. Na klar. Sehr schön. Mal schauen, ob es das jetzt gewesen ist. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. 2200, sehr schön, 5 Scavs. Das freut mich. Level ist mir fast ein bisschen egal, muss ich ehrlich sagen. Also anfangs dachte ich noch, oh ja, möglichst weit im Level kommen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ist das nicht so mein Hauptfaktor, warum ich gern Tarkov spiele? So, wir schauen mal rein. Er hier. Tatsächlich nicht, aber ich habe es nicht gefunden. Blöd. In der letzten Folge habe ich es leider nicht gefunden. Jetzt stellt sich die Frage, habe ich das einfach die ganze Zeit dabei gehabt? Aber mir war so, als wäre ich gestorben auf Customs. Ach, ärgerlich.
Das ist natürlich ärgerlich. Aber macht nichts, dann weiß ich es jetzt wenigstens. Ich hätte ja vielleicht auch mal vorher schauen können. Aber irgendwie war mir so... Weiß ich nicht, was wir auf jeden Fall easy machen könnten, ist... Body Armor und Helm. Und einfach nur Scabs, während ich das trage. 10 an der Zahl auf Shoreline, nicht so schwer. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben ein bisschen Beute. Finde ich gut. Schade. Aber macht nichts. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit Escape from Tarkov. Ciao.